Hallo meine Freunde, wir sind heute in Solingen, machen eine Straßenumfrage. Es geht los. Da lang. Was müssen Zahnärzte besser machen? Oh, die Kronen richtig anfassen. Was noch? Und einem nicht so wehtun beim Bohren. Ja. Haben Sie eine elektrische Zahnbürste? Ja, habe ich eine, aber ich brauche sie nicht. Ich muss doch Strom sparen. Das ist an der falschen Stelle gespart. Ja? 100%. Also ich komme mit der Bürste ganz gut zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Wenn ich Ihnen jetzt eine elektrische Zahnbürste schenke, werden Sie die nicht benutzen, ne? Nee, ich habe eine zu Hause stehen. Die schenke ich meiner Schwester. Das ist sogar eine gute von Philips. Und ich weiß es nicht. Ich habe da nicht so eine Beziehung zu, möchte ich mal so sagen. Ja. Vielleicht, wenn ich mich mal dran gewöhnt hätte, dass es mir dann gefallen könnte, möchte ich sagen. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach keine Beziehung. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, kannst du eine elektrische Zahnbürste gebrauchen? Ja, gerne. Ich sage, brauchst du die immer? Ja, ich mache nur. Sag ich, bitte, schenke ich dir. Vielen Dank, alles Gute. So bin ich. Am Ende des Tages ist das so, wenn wir jetzt mal in Metaphern reden, entweder ist die Küche sauber oder nicht. Und es ist egal, ob du eine Handzahnbürste nimmst, eine rotierende, oszillierende elektrische Bürste oder eine Schallzahnbürste. Am Ende des Tages geht es nur darum, ist die Küche sauber oder ist die Küche dreckig? Wie du die sauber machst, deine Sache. Wie lange das dauert, deine Sache. Und die Passantin, Handzahnbürste.